Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum, zu einem neuen Part Pokémon Die Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Bevor es losgehen kann, so richtig mit diesem Part, mal kurz zweierlei Erklärungen, zwei Sachen, die zu klären wären. Erstens, im Hintergrund läuft ein kleiner Ventilator, der ziemlich viel Lärm macht. Das ist so das Hintergeräusch, was ihr gerade hört. Das ist ziemlich laut, deshalb versuche ich heute ein bisschen kräftiger und ein bisschen stärker zu reden. Ein bisschen lauter auch, damit das hoffentlich den Ventilator übertönt. Die Musik ist heute auch ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, das klappt, das übertönt das Ganze ein bisschen. Das wäre erklärt. Der Grund, es ist ziemlich heiß gerade zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme. Es ist Hochsommer, es ist ziemlich heiß. Ein Pokémon-Kampf, aha. Da werden wir gleich mal draus fliehen. Ja. Ohne Ventilator geht es einfach nicht, das muss ich wirklich zugeben, das ist einfach schrecklich. Es ist schrecklich heiß und ohne Ventilator wäre hier gar kein Überleben möglich. Nein, möglich wäre das Überleben schon, aber es wäre halt nicht angenehm, ich könnte mich nicht konzentrieren, so heiß wäre es. Naja, kommen wir zu Punkt 2, Erklärung Nummer 2. Warum ich denn jetzt gerade hier in diesem Spiel bin. Der letzte Part war doch in der Pokémon-Liga. Part 31. Und soweit ich mich nicht täusche, hat doch nicht in Septerana City aufgehört, sondern vielmehr in der Pokémon-Liga. Und da haben wir die ersten zwei Trainer der Pokémon-Liga besiegt und kamen dann nicht mehr weiter. Und da hat doch das aufgehört, der letzte Part. Ja, ganz einfach, ich habe es wahrscheinlich schon am Ende des letzten Parts erwähnt, dass ich das machen wollte. Das habe ich auch gemacht. Ganz einfach, ich habe das Spiel zurückgesetzt, ich habe es von vorne begonnen und habe es jetzt bis zur zweiten, oder ist das so die erste? Ich glaube, es ist die zweite. Ja, die zweite Arena. Bis zur zweiten Arena habe ich mich vorgekämpft. Ich habe das Offscreen schon ein bisschen gespielt. Plan war, Offscreen bis zur Top 4 vorzulaufen und mit einem besseren Team, mit einem wohltrainierten Team in Top 4 zu starten und das so zu bewältigen. Top 4 mit einer Chance Nummer 2 mit einem besseren Pokémon-Team. Aber ja, ich sag's mal auf gut Deutsch, auf ich sag's mal ganz einfach, ich hab's nicht weiter geschafft als bis hierhin. Also mein Pokémon-Team war auch viel zu schlecht in diesem Durchgang. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Spiel liegt oder ob es an mir liegt. Entweder habe ich die falschen Pokémon ausgewählt für dieses Spiel oder das Spiel bietet keine richtigen guten Pokémon an, die für die Top 4 vernünftig wären. Entweder ist meine Wahl der Pokémon oder es sind einfach die Pokémon an sich, die es zu fangen gibt. Jedenfalls kam ich auch zeitlich nicht mehr dazu, Offscreen weiterzuspielen. Ja, andere Projekte, wie ein Minecraft Arnor Projekt oder andere Let's Play Projekte, Pokémon Y, Mario 64, Mario 3D Land, Luigi's Mansion 2, falls das mal fortgesetzt wird, Tomodachi Life, falls da mal irgendwann mal dran saß. Sehr viele andere Projekte, die parallel liefen und ja, keine Zeit, in der ich mich an Pokémon Weiß setzen konnte. So bin ich jetzt hier erst in dieser Stadt beim zweiten Ohren und fordere sie jetzt mal heraus. Herrin Schwarz, jetzt liebe Herausforderer, ich bin Aloe.
Direktorin des Museums von Subterraner City und zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so geschlagen haben. Schlagen werden. Da ist der Kampf gegen Alohi. So, da haben wir sie mit ihren zwei Pokémon. So sieht's aus. Ja, während des Kampfes kann ich ja vielleicht ein bisschen darüber reden, was jetzt so mit dem Projekt los ist und ein bisschen erzählen, warum das jetzt hier beendet wird. Dies ist nämlich, ja, ich kann es jetzt offiziell sagen, dies ist der letzte Part von Pokémon Weiße Edition. Und diesen Part ist es jetzt beendet, ist jetzt Ende finito, aus, alles vorbei. Das tut mir fürchterlich leid, das tut mir ganz, ganz doll leid. Also muss ich wirklich sagen, es tut mir im Herzen weh, dass dieses Projekt so unter diesen Umständen beenden muss, aber es ist, ihr seht es gerade auch schon an dem Team, was ihr jetzt hier mit dem Kampf bemerken werdet. Es ist mir nicht möglich, ich habe einfach versagt. Ich habe an der Stelle in Part 31 bei der Top 4 versagt und es ging einfach nicht, ich konnte nicht weitermachen, deshalb hier als Entschuldigung und als Erklärung für das Ende jetzt dieser Part. Ich hoffe, ich werde eines fernen Tages mal die Möglichkeit haben, mit einem etwas besseren Skill und etwas mehr Professionalität an das Projekt ranzugehen und mal ein Let's Play again machen. Und dann werden wir die Story vielleicht auch mal zu Ende führen können. Weil die Story in Pokémon Weiß, das finde ich ja gerade so schade daran, dass ich dass das Projekt jetzt hier an dieser Stelle beenden musste. Weil das Projekt ist noch nicht zu Ende, die Story ist noch nicht zu Ende. Nach der Top 4 geht es in Pokémon Weiß noch weiter. Es gibt noch eine wahnsinnig starke Story mit dem N aus dem Spiel, also mit den Bösewichten hier, mit dem König von Team Plasma. Und noch ein riesiges Schloss und so richtig große Sachen. Auch das legendäre Pokémon, das kommt erst nach der Top 4 in Pokémon Weiß. Das sind so viele Sachen, die ich jetzt auslassen musste. Wegen meiner Schwäche, wegen meinem Pokémon-Team, was so abgeboost hat. Und ja, ihr seht, das war gerade mein stärkstes Pokémon. Das wurde hier im zweiten Orden einfach dahin gewetzt. Das wurde einfach zerstört. Naja. Was soll ich sagen? Es bringt dann ja auch nichts mit laschen Pokémon da anzutreten. Da ist dann versucht, nochmal von vorne zu starten, also nochmal von vorne anzufangen. Aber ja, wie schon erwähnt, die Gründe, aus gewissen Gründen kam ich dann auch nicht mehr dazu, weiter zu kämpfen und bis zur Top 4 vorzukommen. Und ja, ich musste jetzt so sagen, mein Team war einfach zu schwach beim ersten Durchgang, bei dem Let's Play, was ihr gesehen habt. War zu schlecht trainiert und zu schlechte Pokémon ausgewählt. Ich habe das mal jemandem gegeben, Bekannte von mir, hat das gespielt, hat versucht, also der kann ein bisschen besser Pokémon als ich, ist da ein bisschen professioneller, hat da ein bisschen mehr Skill als ich. Der hat das gespielt mit meinem Pokémon-Team und hat versucht, die Pokémon-Liga, die zweite Hälfte der Pokémon-Liga zu toppen. Und der sagte mir dann danach, der hat es mal probiert, hat es mir dann zurückgegeben. Hat mir gesagt, nee du, Zwergi, das klappt nicht. Das krieg selbst ich nicht hin. Das ist einfach saumäßig, dein Team. Das ist scheiße. Auf gut Deutsch gesagt, das ist schwach. Und so, ja, muss ich dann auch sagen, ist dann mal an einer gewissen Stelle Game Over. Ja, und dann habe ich beschlossen, mit diesem Part dann auch die Sache gut sein zu lassen. Und seht ihr jetzt hier nochmal den zweiten Ohren im Kampf. Und jetzt auch noch ein bisschen Training und Gras. Was soll's? Ich sag's mir einfach so, was soll's? Ich sag's ganz offen und ehrlich, ich hab's verbockt. Riesen Bockmist habe ich angestellt.
Muss ich direkt so zugeben. Ja, ich bitte vielmals um Verzeihung, vor allem bei allen Fans dieses Let's Plays, dieses Projekts, die sich noch irgendwie erhofft haben, dass es weitergeht, dass jetzt irgendwie doch eines Tages noch ein Part 32 in der Top 4 kommt und es noch weitergeht mit der Story und die Sache noch fortgeführt wird. Das hätte ich dem Projekt auch ehrlich gewünscht, das hätte ich auch ganz gerne noch gemacht, aber ja, es sollte einfach nicht so sein und es schmerzt mich ja auch, also es tut mir ja auch sehr weh, das Projekt so zu beenden. Das ist halt wirklich kein glorreiches Ende für ein Projekt, das hier vom Zweiten Orden in dem zweiten Versuch so abzubrechen. Na, ich breche es ja nicht ab, ich beende es. Aber ja, nicht zu meiner Zufriedenstellung, also nicht zu meiner... Also ich finde es nicht gut, ihr findet es bestimmt auch nicht gut, aber ja, da muss ich leider sagen, es tut mir leid, ja, es tut mir leid, Pocahontas, ich hoffe, du verzeihst es, ja, deswegen kann ich singen, Verfolgung, na gut, hier seht ihr mein Team, habt ihr gesehen im Arena-Kampf. Ich habe es versucht, mir schon ein bisschen aufzubauen. Das Team ist schon relativ gut sogar trainiert, aber es reicht halt dann doch nicht für die zweite Arena. Ich kriege hier schon Schwierigkeiten mit Aloe in der zweiten Arena des Spiels. Da kann ich nur sagen, was soll das werden? Und wenn es dann irgendwann zu Top 4 geht, Siegesstraße und so weiter. Kann ja nichts draus werden. Das ist ja. Ich meine, ich habe schon gute Pokémon im Team, die Potenzial hätten. Aber das hatte ich ja auch beim ersten Durchgang. Einigermaßen gute Pokémon, die es geschafft hätten, wenn sie nicht so mies trainiert wären. Ich weiß nicht, ist eine Ewigkeit her, seit ich das Let's Play gemacht habe für euch. Lag es an den Pokémon, dass die einfach zu schwach waren, oder habe ich die bewusst nicht trainiert? Also lag es einfach an den falsch ausgewählten Pokémon oder lag es daran, dass sie nicht trainiert habe? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch wisst oder wenn ihr gerade Pokémon Weiß verfolgt und jetzt am Ende angekommen seid und das gerade frisch erlebt habt, dadurch, dass er das Projekt guckt zur Zeit gerade. Naja, ich würde mal sagen, vielleicht ist das auch jetzt ein kürzerer Part, aber ich beende diesen Part an dieser Stelle und würde sagen, ein Däumchen nach oben sollte es euch trotzdem gefallen haben. Ja, ich beende dieses Projekt jetzt offiziell an dieser Stelle und sage ciao, ciao, adios Pokémon Weiß, ohne weiße Edition, bis irgendwann in ein paar Jahren wird es eventuell, sehr wahrscheinlich sogar, nicht nur eventuell, ein Let's Play again zu Pokémon in die weiße Edition geben. Und ich habe ja auch noch Pokémon Schwarze Edition Nummer 2, also Schwarz 2. Das habe ich mal geschenkt bekommen, soweit ich weiß. Das kann man ja auch noch spielen. Das wird vielleicht auch mal passieren. Ich bin es gerade am Durchspielen. Pokémon Schwarz 2 kann ich ja als Fun Fact mal sagen. Und teste gerade so, wie sieht es denn damit aus? Kann man sich dort ein gutes Pokémon-Team machen und kann man daraus ein Let's Play machen? Sieht es da in der Top 4 anders aus oder ist die Top 4 genauso ein Klotz wie hier in Pokémon Weiß Edition? Aus Pokémon Weiß habe ich einfach gelernt und mache es jetzt halt für Pokémon Schwarz 2, weil es halt auch wirklich der Teil ist, der halt wirklich dran angelehnt ist an Pokémon Weiß. Deshalb
bin ich da ganz vorsichtig und spiele das schon mal vorher durch und fange das Projekt erst an, Pokémon Weiß, Pokémon Schwarz 2, wenn ich wirklich sicher bin und wirklich weiß, das kann ich schaffen, das kann ich im Spiel, das kann ich wirklich im Let's Play auf YouTube bringen. Da versage ich nicht vorher. Naja, wie auch immer. Pokémon 2 habe ich. Ja, ich will nicht verkackt sagen. Das Projekt war ja schön. 31 Parts. 31 wundervolle Parts sind mir gelungen. Und es war eine schöne Zeit in Pokémon Weiß Edition 2. Also, wir haben wundervolle 31 Parts gemacht. Und es war einfach eine entzückende Zeit. Es war einfach wundervoll. Und dem Projekt soll ja auch kein Abschnitt, also kein Abzug geben werden. Also die Gesamtwertung wird jetzt nicht schlechter dadurch, dass ich verkackt habe. Das ist ja nur mein Verkacken, also mein Versagen, meine eigenen Fehler. Die sollen ja dem Spiel nicht angerechnet werden. Und das Let's Play wird ja nach dem Spiel gespielt, auch wenn ich das nicht ganz zu Ende geführt habe. Kommt es jetzt zu einer Wertung und die Wertung geht von 31 Parts aus. Der 32. Part zählt jetzt quasi nicht mehr mit rein in die Wertung. Ja, das gesamte Spiel wird bewertet. Bitte bewertet auch nicht mein Versagen, sondern bewertet das Spiel und das Spielerlebnis, was ihr 31 Parts lang hattet und wie schön die Zeit war mit Pokémon Weiß Edition. Bitte ich euch mal darauf zu gucken, nicht auf diesen letzten Abschied. Naja, Abschiede sind schwer. Ich mach's kurz. Man sieht sich in einem anderen Projekt. Haut darin, habt noch eine angenehm fröstliche Zeit. Habt noch einen angenehm fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut darin. Man sieht sich. Ciao, ciao. Adios.